Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu American McGee's Alice. Zusammen mit der Lari, Nein. die fantastischerweise die Lösung mehr oder minder gefunden hat. Also wir wissen nicht, ob das völlig die Lösung ist, die Sache. Aber wir versuchen es auf jeden Fall mal. Und wenn zwar nicht. in den Zellen. Wenn man durch diesen Zylinder kommt, gibt es hier die Zellen und die haben die Uhren. Und die einfach zerstören und hoffen wir mal, dass das die Lösung ist. Wenn nicht, dann muss ich jetzt nochmal googeln. Aber zumindest haben wir einen Fortschritt so gesehen dann. Okay, hier ist kaputt. Ja. Also sind sogar weniger, als ich anbedacht hatte. Was das allerdings bringen soll, wissen wir auch nicht, Leute. Wir wissen nur, dass es funktioniert und deswegen freuen wir uns. Wir wissen ja nicht mal, dass es funktioniert, aber es ist eine Idee. Naja, dass man die Uhren kaputt machen kann, das funktioniert immerhin. Ja. Und ich dachte erstmal, muss diese roten Hügelchen irgendwie hier an den Wänden zerstören. Nein. Ah! Faszinierend, Leute. Nein. Natürlich, das sprengt Türen auf, Leute. Sagen wir es mal so. Ich vertraue nicht immer auf meine Google-Fähigkeiten, ja. Aber diesmal dürftest du drauf vertrauen. Immerhin konnte und dürfte sie zum ersten Mal auch Geräuschkulisse wahrscheinlich wahrnehmen. Also, weil sie ja nachgucken musste. Ja, definitiv. Ah, ja, moin. Wo ist denn? Da ist denn. Sollte ich vielleicht eventuell wieder mal den Move Speichern abprobieren? Wäre vielleicht was. So. Ich habe in meinem Toaster aber jetzt nicht im Hintergrund gehört, ne? Das nicht, aber wie du fleißig am Schnabulieren bist, liebe Co-Moderatorin. Hey, hey ich darf schnabulieren, ja. Es war harte Arbeit, das zu finden, ja. Ich muss zumindest nicht den Stress ausmachen, es zu spielen. Das wäre weitaus schwieriger geworden, ja. Oh mein Gott, ja, nee. Reicht mir schon, dass ich bestimmt mir denke, dass ich bestimmt so ein Spiel selber spielen darf und du dir den halben Arsch ablachst. Liege ich da korrekt? Yep. Und ich habe auch bestimmt schon so eine kleine Ahnung, was es ist. So, ich spiele mal Alice, die Sniperin. Sniperin. So. Sorry, wenn ich jetzt noch wenig rede gerade, aber ich bin hier konzentrierend an meinem Brot schmieren. Was zuerst? Erst der Aufschnitt und dann die Butter oder umgekehrt? Also wenn du das so nimmst, Toastbrot angetoastet, am besten noch, wenn du ein richtig geiles Sandwich haben willst, ja, sowas wie ich mache. Deftig oder süß? Tomatenketchup mit Mayonnaise zusammengemixt. Also deftig. Das auf dem Brot, okay. Ja. Brot zusammenstreichen, dann eine Scheibe Tomate, eine Scheibe Gurke. Und dann ein Salat und dann noch einen schönen Hinternschinken, wie man ihn auch so nennt. Drauf und dann ein wunderbares Sandwich. Was auch immer mega ist, und ich erlaube mir kurz den Scherz, Leute, ist Peanut Butter Jelly Time. Oh mein Gott. Maniac. Sorry. Ja, da ich jetzt aber keinen Salat und so den ganzen Scheiß nicht da habe, muss ich halt nur mit das klarkommen, was ich habe. Aber es ist auch gut. Aber hey, Ketchup ist ja so gesehen Tomaten, Leute, also sagt nichts.
Mein Bruder ist auch immer so lustig. Ja, ich mag keine Tomaten. Ja, du frisst aber Tomaten mit dem Ketchup. Das schmeck ich nicht. Wow. Das Logic. Ja. Genau genommen, er isst einen ganzen Gemüsesalat. Gerade wenn er Curry-Ketchup futtert. Mhm. Das kann aber auch wunderbar herauszufinden, ne? So, ich habe mir noch einen Toast. Ich liebe es. Oh, moi. Der hatte echt einen schweren Tag, Leute. So, jetzt habe ich genügend auf ihn eingearbeitet. Warte mal, da ist der Speichertaste. Okay. Da seht ihr mal immer wieder, was das Problem an älteren Games ist, was Quick-Saves anbetrifft. An bestimmten Punkten gibt es nämlich so die Probleme, das liegt auch anhand der Programmierung manchmal, dass da dann es schwieriger für das Game ist, zu speichern, als an anderen Stellen. Tatsächlich habe ich das mal herausgefunden, zum Beispiel bei Tomb Raider 3 war das so. Wenn du 5 Gegner im Gebiet hast, brauche 10 Sekunden länger zu speichern, als wenn du keinen Gegner in der Nähe hast, im selben Bereich. Wow. Ja. Natürlich. Auf sowas hatte ich ja richtig Lust. Und genau solchen Momenten habe ich ja gelernt und deswegen auch das Speichern mir vorgenommen, ne? Alice? Ich habe es auch hoch. Es ist der Magic Alice! Hallo? Und da fällt sie runter. Okay. Oh wow. Na gut. Ja, wir kommen weiter. Schau nur, Dideldum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ach ja, wer hat ihnen rausgelassen? Die machen sicher uns dafür verantwortlich. Sie braucht Medizin. Starke Medizin. Kriegt sie nichts zu essen? Wohl kaum. Ist wie ein Spatz. Ein bisschen Fleisch auf den Rippen und sie wäre ein Leckerbissen. Widerwärtige, ekelhafte Flegel. Ich hab was für eure Bäuche. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Erspar mir die Weisheiten. Was rätst du mir? Nutze ihre Größe gegen sie. Okay. Mhm.
Ich mache das einfach wieder wie bei den anderen Bossen, Leute. Es tut mir sorry. Oh je. Ich glaube, was einfacheres könnte es aber auch nicht geben. Also die Mechanik der Bosse gegen sich selber zu nutzen. Autschi. Ja, Leute. Gut. Diddle die oder Diddle dumm, ich weiß nicht, wer von wem wer ist gerade. Ist schon erledigt. Jetzt bleibt nur noch der dickere von beiden auf jeden Fall. Und so war's das. Diddle die und Diddle dumm. Echte Hilfe ist heutzutage selten. Komm rein, ich habe gerade Tee aufgesetzt. Erledigt und jetzt kommt der Hutmacher, oder wie? Ich trinke nur mit Freunden Tee. Und ich bin einer davon. Ehrlich? Das ist die Wahrheit. Oh, ich vergaß. Die Wahrheit ist dir nicht so ganz geheuer. Was sagt der Richtige? Die Wahrheit ist bitter, wenn man sie fürchtet. Ich fürchte nichts. Falsch! Du fürchtest einiges. Die Rückkehr zum Rathaus zum Beispiel. Die Erinnerung, aufgrund derer du dort warst. Nach ein paar Jahren unter Beobachtung. Oh ja, du fürchtest vieles. Man kann diese Dinge natürlich alle meiden. Und wie? Bitte, sag's mir. Oh boy. Und tschüss. Und ab ins nächste Bereich. Gut, ihr kennt das ganze Spielchen, es wird zwar vom Spiel schon gespeichert, ich speichere aber auch noch einmal händisch. Wuhu! Einfach, weil ich ein furchtbarer Mensch bin, der immer auf Nummer sicher gehen muss. So. War doch der Meinung, schon was gesehen zu haben, naja. Thank you.
runter von meinem Kopf, ey. So, ein Hebel. Hebeln wir doch mal. Da ist auch noch Nebel, den wollen wir doch auch mal hebeln. Oh mein Gott, du mit deinen Witzen. Ich will was zum Trinken, weil das habe ich total vergessen. Das ist immer wichtig, Leute. Genug für Trinken. Genau. Und das in egal welcher Jahreszeit, Leute. Manchmal ist der Schein ehrlicher als die Realität. Ah, ich verstehe. Clever ausgedacht, liebe Spieleentwickler. Bin wieder da. WB. Das haben sich die Entwickler richtig schön ausgedacht. Guck mal. Ah. Das sind doch diese Uhren, ne? Ja. Aha. Man sieht es in der Spiegelung allerdings, welche stabil und welche nicht. Ah. Interessant zu finden. So, und ich trinke was. Oh Gott. Okay, die Richtung ist schon mal nicht die Richtung, in der ich sollte, vielleicht. Ich würde mal was mit irgendwie diese komischen Benji tun. Oder was auch immer das Ding ist. Wenn Benji mit Kälte zusammenhängt, ja. Wow. Schreit das Ding? Ja. Na, dann ist es eine Art Benji. Schreien und Kälte. Würde ich das mal so sagen. Hat mit beiden. Sagen wir mal, es hat was mit beiden zu tun. Das war ziemlich schockiert. Oh nein. Na, wegen Elektroschocks halt, ne? Oh mein Gott. So, und deine Witze, die werden nicht besser. Nee. Wollen sie denn besser werden? Es wäre vielleicht, ich weiß nicht, wäre es vielleicht etwas mehr, wenn sie besser werden. Okay, mal gucken, was ist das denn jetzt hier Feines? Warte. Mach auf! Da kommt Hilfe! Nur ein Mensch. Wahrscheinlich keine Hilfe. Oh mein Gott. Bitte befreie uns von dieser Maschine. Oder gib uns Tee, wenn du willst. Wart ihr bei Tisch ungezogen? Habt ihr geschlürft oder mit vollem Mund gesprochen? Gesteht. Nichts dergleichen haben wir getan. Der Hutmacher ist verrückt und fragt uns, was ist der Unterschied zwischen der Königin und einem Taifun? Beide sind mächtig und zerstörerisch. Aber der Taifun hat nicht die Absicht, böse zu sein. Gute Antwort, falsch, aber gut. Oh, das tut mir leid. Ihr seid in großer Gefahr. Wo ist euer Gastgeber? Wirklich in Gefahr? Sind wir das? Hase, ich will nach Hause. Wir sind schon viel zu lange hier.
Hutmacher kommt um sechs. Schlag sechs. Verweigert uns ständig den Tee. Wie grausam. Und Könnt ihr wissen, was gerade so funny ist? Meine Katzen hocken vor meiner Tür und fangen an zu mähen, weil sie rein wollen. So, so wundervoll. Was zur? Was zur Hölle ist das hier? Okay. Willkommen bei Bioshock. Nein, aber jetzt Spaß beiseite. Was zum Fick? Ja. Ich würde sagen, klassischer Speichermoment. Aber wirklich einfach nur furchtbar, was der Hutmacher mit dem macht. Ich will gar nicht mehr wissen. Ja, da wundert man sich nicht, dass die sich da, dass dann im zweiten Teil die sich da so gegen ihn verschwören. Nee. Auf gut Deutsch. Da wundert man sich dann nicht mehr. Definitiv nicht. Schnell wie Merkur und kopflos von der Geschwindigkeit. Er ist von der Zeit besessen. Finde ihn, sonst läuft deine Zeit ab. Okay. Die beiden scheinen die Situation nicht so ganz zu begreifen. Diese Dummköpfe. Der Hutmacher kommt um Punkt 6. Zum Tee? Nein, um seine grausamen Experimente zu überprüfen. Mit Getrieben, Federn, Hebeln und mechanischen Mägen treibt er die Präzision auf die Spitze. Wie ein Uhrmacher ist er von den spitzfindigsten Spitzfindigkeiten besessen. Er wird alle Bewohner in Roboter verwandeln oder sie bei dem Versuch töten. Schrecklich. Um sechs, sagst du? Um sechs, nach dieser Uhr. Vielleicht ist das heute ein bisschen früher. Also ich stolper auch von einer Szene in die nächste, Leute. Das ist gerade... Es ist, ja. Hier, das hier kann ich mal ganz kurz überspeichern. Und dann noch einmal mit dem Quick Save auch. Und ja. Okay, das hat's nicht gebracht. Kann auch nicht aufmachen. Okay. Okay, aua. Darf ich einmal gespannt habe, jetzt weiß ich nämlich, was da rauskommt. Ich nehme das mit. Ja, Leute, deswegen speichert man, ne? Und das heißt mit anderen Worten. Ja, viel Spaß mit den. Ja, gut, Leute. Ich will mal wieder ein Talent oder dergleichen. Deswegen
mache ich das doch nochmal hier. Aber interessant, es kommen immer andere aus diesen Portalen, Leute. Autsch. Okay. Ah, gut, Leute. Das war wohl nichts. Aber Leute, ihr kennt das Spielchen ja inzwischen. Oh je. Wir machen mal wieder ADN. Von daher, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Wir sind raus. Und ciao. Tschüss. Bye, bye.